Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Office 365 SMTP aktivieren könnt, damit ihr zum Beispiel über SMTP Relays oder oder als SMTP Server eintragen könnt, wie zum Beispiel bei NAS-Systemen für die E-Mail-Benachrichtigung, da dies standardmäßig in Office 365 nicht erlaubt ist bzw. deaktiviert ist. Wir fangen an. Zunächst müssen wir uns eine PowerShell öffnen, als Admin ausführen und dann uns einmal damit verbinden mit dem Exchange online. Wichtig ist, ich packe euch die ganzen Sachen nochmal unten in die Beschreibung. Gegebenenfalls müsst ihr nochmal bei meiner Webseite nachschauen, weil diese Pfade manchmal in YouTube abgekürzt werden. Wir fangen erstmal an, geben unsere Befehle ein. Moment. Und dann können wir das nämlich einmal schnell umsetzen. Genau, dann kommt hier nämlich dieses Teil. Dort melden wir uns mit unserem globalen Admin an. Dann führen wir diesen Befehl aus. Ich packe euch nämlich alle nochmal unten rein. Dann wird einmal kurz die Verbindung vorbereitet. Das sollte gleich. Genau. Und jetzt möchten wir die Session importen. Das tun wir hiermit. Dann leuchtet das nämlich kurz grün. Dauert ein bisschen. Und er ist durch. Und nun gucken wir uns die zwei Befehle an. Ich gucke gerade mal. Es nennt sich nämlich SMTP Out in der Organisation, also in dem Fall im Office 365 Tenant, ist sehr oft auf Disabled. Somit kann es zu Problemen führen. Um zu überprüfen, welchen Stand der Dienst aktuell hat, geben wir diesen Befehl ein. Und nun seht ihr, SMTP Client Authentication Disabled ist false, somit ist es aktiviert. Dies steht standardmäßig bei vielen Office 365 Tenant immer auf True, also aktiviert, also beziehungsweise die SMTP Out ist deaktiviert, sodass ihr nicht per Port 587 mit dem Office 365 Tenant kommunizieren könnt. Dies aktiviert ihr, indem wir einfach diesen Befehl eingeben und hier hinten sehen wir schon Dollar True und dort geben wir einfach dann ein Dollar False und mit dem oberen Befehl testen wir dann einfach, ob er es angepasst hat. Nach dieser Anpassung ist der SMTP-Versand über eure einzelnen E-Mail-Konten möglich. Wichtig ist aber noch zu beachten, dass wenn ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, es auch wieder nicht funktioniert. Der SMTP-Versand, der ist dann auch wieder nicht möglich. Somit darf dafür das SMTP-Relay, das Konto, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung an sein. Am besten einfach ein 20-30-stelliges Kennwort nehmen und bei der einfachen Anmeldung bleiben, da das dann aber auch nur für das SMTP-Relay genutzt wird oder zum Beispiel für eure NAS oder eure Firewall oder was auch immer, juckt das nicht. Da kann man das so lassen. Nur für eure eigenen Postfächer könnt ihr das dann ganz normal natürlich machen mit Zwei-Faktor. Das ist dann überhaupt kein Problem mit Handy entsperren, Gesichtsentsperrung oder Fingerabdruck oder sowas. Das könnt ihr dann auch noch ganz normal machen. Ja. Das war es in dem Fall schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.